Wenn ihr wissen wollt, warum der Diebachsee auf jeden Fall einen Besuch wert ist, dann bleibt dran. Am nördlichen Rand von Fichtenberg befindet sich der Diebach-Stausee. Alle Infos zu den Parkmöglichkeiten und den genauen Standort des Sees findet ihr wie immer auf remsmurkanal.de. Vom Parkplatz aus sind es nur wenige hundert Meter bis zum Wasser. Schon auf dem Weg zum See wird einem klar, dass der Diebachsee gar nicht den Ansporn hat, den größeren Badeseen in der Umgebung Konkurrenz zu machen. Der See bietet nicht mehr und nicht weniger als das Wesentliche. Liegewiesen, Umkleidekabinen und Duschen sind vorhanden. Die meisten Seen in der Gegend wurde der Diebachsee ursprünglich als Rückhaltebecken erbaut. Erst einige Jahre nach der Fertigstellung wurde er zum Badesee umfunktioniert. Besonders zu erwähnen sind die abgetrennten Badebereiche für Kinder mit verschiedenen Wassertiefen. Hunde dürfen leider nicht ins Wasser. Oberhalb des Sees befindet sich das Seestüble. Hier kann der Hunger und der Durst nach einem heißen Badetag gestillt werden. Ein kleiner Geheimtipp ist das Wassertretbecken am Zulauf des Sees. Hier könnt ihr euch mit eiskaltem Wasser auch an heißen Tagen erfrischen. Also schaut mal vorbei am Diebachsee. Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, bis bald und bis zur nächsten Folge, euer Rems-Murr-Kanal.